7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Was ist denn? Er kann jetzt die Show. Moment mal, auskacken. Moment, so schnell geht's nicht. So. Was ist denn? Da heißt es immer, beim Kacken wäre die Königin so allein. So schick gehen Sie auf Toilette. Wie bitte? So schick gehen Sie auf Toilette. Ich gehe immer gut gekleidet in jede Situation meines Lebens. Ich begrüße ganz herzlich Menschen, wenn das ist die Kamera, das kennen Sie wahrscheinlich in Karlsruhe noch nicht. Ihr seid aus Karlsruhe? Ja, wir sind aus Karlsruhe. Karlsruhe, habe ich mir sagen, ist irgendwo im Westen. Im Südwesten Deutschlands. Ganz genau. Genau. Und was wir jetzt hören sollten wir Rockabilly. Rockabilly at its best. Es gibt ja da immer Mädchennamen, die angesungen werden. In diesem Fall, wie heißt er? In diesem Fall heißt sie Valerie. Sie heißt Valerie. Okay, das war eine Fangfrage. Jetzt Valerie, kennt einer von Ihnen Valerie? Also zunächst einmal, du siehst heute sehr gut aus, Ali, aber du hättest mal ein bisschen aufräumen können, da unten ist alles voller Kabel, fiel mal da runter, immer nur hier, ja, oberhalb ist alles schön, aber unterhalb ist alles scheiße, muss doch mal gesagt werden. Rockabilly steht für Ordnung, Sauberkeit und Freundlichkeit. Dieser Mann, machen wir den Take nochmal wegen den Pillen, oder geht's ohne Pillen, kann man ihn ohne Pillen schlucken zu lassen, überhaupt mit auf Tour nehmen? Er hat jetzt gerade wieder einen Aussetzer. Er ist schizophren. Manchmal hat er Aussetzer und wieder ganz extrem aggressiv. Also, reiz ihn nicht. Ihr habt ja einen Arzt, einen Bandarzt, der Bass spielt bei euch. Ist er momentan, in was für Phase befindet sich der Schlagzeuger? Also momentan ist er auf Entzug. Die Pillen sind abgesetzt worden, weil sie einfach zu stark waren, aber es hilft nichts. Nun wissen wir ja, dass dieser junge Mann, wenn wir ihn nochmal anschauen, er hat nicht nur ein Tourette-Syndrom, sondern er ist auch demnächst Schlagzeuger bei dem größten Musical dieser Welt. Danny and the Wonder Brothers, ja. Without the Drummer heißt es dann. Ja. Ist das wahr? Du gehst nach Essen. Richtig. Zum Buddy Holly Musical. Es kommt kein Arsch hin, aber ich nehme ihn gleich mit. Ja, wir können die ganze Band jetzt spontan auflösen. Im Namen der Band Danny and the Wonder Brothers rufe ich alle Menschen auf, die dieses Video möglicherweise sehen. Fahren Sie nach Essen und fragen Sie nach dem Ex-Schlagzeuger von Danny and the Wonder Brothers. Was ist? Wie lange geht man da hin jetzt zu diesem Musical? Wenn man hinlaufen möchte, von hier aus? Nein. Wie lange sind Sie verpflichtet? Ich habe ja gelernt, man muss Sie sagen zu ihm, sonst dreht er durch. Herr Kahn, also wahrscheinlich ein Jahr. Das Engagement beträgt ein Jahr. Und da muss ich wieder sagen, da hat unser Gesundheitsministerium einen ganz großen Fortschritt gemacht. Das sind Projekte, die ins Leben gerufen werden, um solche Typen wie ihn von der Straße zu bringen. In diesem Sinne, nicht das letzte Mal hier, aber für heute, Valerie. Es ist die Person, die eigentlich, die Geschichte möchte ich euch jetzt ersparen, euch auch, ihr kennt sie ja, war ein ganz liebes Mädchen, bis sie dich kennengelernt haben. Ja. Und jetzt kommt das Lied dazu. Danny and the Wonder Brothers, lasst es krachen. Geht an die Instrumente. So.
think of all the things I wanted that you're doing. And in my head I got a big trip. Since I come on home, well, my part is a mess. And I miss your hair and the way that you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on?